So, bevor wir zu der großen Schlacht fliegen, werde ich mein Schiff erstmal ausrüsten. Ich habe 21 Mille noch auf dem Konto. Gerade eben habe ich das schon einmal versucht, bin absolut weggeschossen worden. Ich werde jetzt erstmal zu einer Station fliegen und erstmal ein bisschen Waffen und Schilde ausrüsten. Ansonsten habe ich da irgendwie keine Chance. Ich werde erstmal Pause machen oder das Video pausieren. Und wenn ich erstmal meine Waffen und Schilde drin habe, dann werde ich weiter aufnehmen, weil jeder weiß mittlerweile, wie man halt die Waffen kauft und wo man sie kauft und so weiter. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis erteilt. So, dann hier mal kurze Pause. So, und weiter geht's. Ich habe jetzt gerade eben eine neue Knarre gekauft und neue Schilde und neue Antriebe. Ich will jetzt mal kurz gucken. Partikelbeschleuniger. Weg hier. Gleich meine Schilde wieder down. Mensch, gehst du da rein hier? Verdammt nochmal. Ja, das ist die Knifze, die ich noch gekauft habe. Ist gut, um die Schilde runterzuballern. Aber hat eine schlechte Treffgenauigkeit. Und man sollte relativ nah an den Schiffen dran sein. Raketen habe ich gerade keine da. Plasmakanonen, Dirkgeläser, Puls. Bist du verrückt? Patch 1.2.1 drauf. Ich habe gedacht eigentlich, dass vor Weihnachten keiner mehr rauskommen sollte. Aber Egosoft hat doch noch mal ein vor Weihnachten auf den Markt geschmissen. Was da alles gefixt ist, keine Ahnung. Ich habe es jetzt nur per Zufall gesehen. Erreiche verborgene Schätze. So. Hier geht gleich die Action los. Okay, hier sind wir nun. Hier ist die Plutarch-Sicherheit. Abfangjäger sind auf dem Weg zu ihrer Position. Fahren Sie Antrieb und Waffensysteme herunter. Wir haben nichts Falsches getan. Ihr Schiff wurde auf die schwarze Liste gesetzt. Sie sollten sich zurückhalten. Das war eine richtig beschissene Idee. Ja. Ja, das war es. Jawohl, er springt uns so Flotte rein. Dies ist die Herz von Albion Angriffsflotte. Es wäre sicherlich eine gute Idee, wenn sie sich zurückhalten würden. Alles klar, auf geht's. Wir brauchen Jägerunterstützung. Okay, die Schiffe brennen. Scheint beschädigt zu sein. Station
Mutani! Wir tolerieren keine unbegründeten Angriffe in unserem Hoheitsgebiet. Ihre Taten könnten ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Ich bin jetzt ausgesprochen beunruhigt. Boah, das hackt ab, ey. Hier sind sie. Blutalschiffe sind gerade reingesprungen. Haltet sie beschäftigt. Supercharger-Antrieb Mark 3. Beschädigt. Supercharger-Antrieb Mark 3. Beschädigt. Ich hoffe ernsthaft für Sie, dass das nur ein Versehen war. Verdammt nochmal, ey. Es ist nicht einfach. Ende kritisch. Stationskommando an Ren Otani. Wir tun hier. Ich hoffe ernsthaft für Sie, dass das nur ein Versehen war. Junge. Dem Zivilistenkonvoi wurde der Befehl gegeben, loszufliegen. Es ist Zeit, sich aufzustellen. Sie alle haben Ihre Befehle, also los geht's. Viel Glück. Einige dieser Schiffe werden vom Zivilistenkonvoi springen. Wir können per Anhalter fahren. Okay, ich habe das jetzt aus irgendeinem Grund hier geschafft. Keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Eigentlich war ich nur am Abhauen. Hab ein paar Raketen rausgerotzt. Und das war's. Dann docken wir jetzt mal an. Alter, ist das hier am Ruckeln. Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Ich habe hier irgendwie einen Techniker oder so an Bord. Nee, leider nicht. Ich muss nämlich mein Schiff reparieren. Erreiche Vorposten Alpha. Okay, wir sind wieder weggesprungen. So, wieder nach De Vries. Wie es so aussah, sind jetzt feindliche Schiffe da reingesprungen oder sind durchs Gate geflogen. Gucken, was uns gleich auf der anderen Seite erwartet.
System. Befries. So, ich bin jetzt in die Fries. Und weiter? Achso, Sprungtuch verteidigen. Ui. Ja, wie viele denn noch? Macht sicher verstaut im Frachtraum. Etwas Deckung, während wir uns in Position bringen. Überprüfen Sie die Sprungboje im nächsten Sektor. Sicher. Wir geben Ihnen Rückendeckung und sichern dann die Sprungboje. Weg ist er. Gut, wir überprüfen die Sprungboje. Los hier, keine Wegmarkierung. Junge, 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 Junge. Ach, jetzt. Gut.
rote Felsen. Das Spiel dann einfach in ein offenes Spiel übergeht. Bis jetzt kennt man hier auch nur und Albion. Erreiche unerfüllte Versprechen. Ich bin ja schon gespannt, wie die anderen Systeme aussehen werden, beziehungsweise wenn wir alles selber aufbauen müssen. Erstmal Story-Modus. Ah, komm mal, pausieren wir hier diese Fahrt im Highway. Erreiche Herzleitnebel. Ich glaube, das ist der letzte. Vielen Dank, dass Sie sich so fachmännisch um unsere Feinde gekümmert haben, die unsere Station angriffen. Sind da. Mal gucken, wie meine Station jetzt mittlerweile aussieht, die wir bauen. Vielleicht ist schon relativ groß geworden oder man sieht immer noch Erreiche nichts. Erreiche flammende Koro. Hier spricht Gouverneur Nakano zur Herz von Albion Flotte.
Im Namen der Kantarana heiße ich Sie in De Vries willkommen. In Kürze übertragen wir Navigations- und Logistikinformationen an Sie. Bitte folgen Sie den Anweisungen aufmerksam. Ich freue mich zu sehen, dass Sie es geschafft haben. Warum hören wir das nur immer wieder? Unser medizinisches Personal steht bereit. Vielen Dank. Ich werde dafür sorgen, dass unsere Kapitäne sich mit ihren Leuten absprechen. Viele unserer Frachter sind bis oben hin mit Vorräten gefüllt. Leutnant Terran, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie einer der höchsten Herz-von-Albion-Offiziere sind? Ich würde Sie gerne einladen, an unserer offiziellen Zeremonie teilzunehmen, in der wir die Allianz und die Freundschaft zwischen unseren Leuten erklären. Nun, so gesehen gibt es viele andere Leute in der Flotte mit einem höheren Rang. Wir haben jedoch keine richtige Befehlskette. Es wäre mir sehr recht, wenn Sie es wären. Ich bin sehr froh darüber, dass Sie beide es waren, die uns als erstes gefunden haben. Wir beide. In Ordnung, Gouverneur, ich akzeptiere. Lassen Sie mich wissen, was ich tun muss. Das werde ich. Zunächst müssen wir aber unseren Raum sichern und Ihre Leute unterbringen. Nagano, Ende. Das ist etwas für die Geschichtsbücher. Ich, wie ich eine Allianz zwischen Argonen und Terranern festige, wir haben das gut gemacht. Ja, das haben wir toll gemacht. Genug Begeisterung für einen Tag. Enzyklopädie-Eintrag. Politische Beziehungen zwischen Herz von Albion und der Republik von Cantera. Aktualisierung. Um ihre Streitkräfte für den Kampf gegen die Plutarch Mining Corporation zu verstärken, verkündeten Herz von Albion und Cantera die Bildung einer neuen Allianz. Auszug aus der Ansprache. Abspielen beginnt. Ich stehe hier stolz, um zu verkünden, dass die Republik Cantera bereit ist, ihre erste offizielle Freundschaft in unserer kurzen Geschichte zu erklären. Das Herz von Albion, von argonischer Abstammung, teilt unsere Werte und unsere Geschichte. Unsere Völker führten einst Krieg miteinander, aber ich glaube, diese Zeit ist nun vorbei. Wir sollten die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, nutzen, um unseren gemeinsamen Einfluss in diesem neuen Universum zu sichern. Nun präsentiere ich Yisha Terran von Herz von Albion. Vieles hat sich in den vergangenen Jahrzehnten geändert. Wir haben uns isoliert und alleine wiedergefunden. Vielleicht macht jeder, den wir einst gekannt haben, das Gleiche durch und kämpft um das Überleben in diesem einsamen Universum. Aber jetzt sieht es so aus, als wären diese Zeiten vorüber, da wir endlich Menschen gefunden haben, die wir Freunde nennen können. Wir können einer Ära voller Kooperation, Fortschritt und Frieden entgegenblicken. Aber wir müssen sie zuerst vor denen schützen, die unsere Isolation dazu ausgenutzt haben, unsere Leute und unsere Kultur zu unterdrücken. Ende der Aufzeichnung. Die Unterzeichnung dieses Vertrags erklärte die Tatsache, dass beide Parteien vorher im Terraner-Konflikt Kriegsgegner waren, für null und nichtig. Ich bin froh, dass das alles vorüber ist. Ich habe noch nie gern im Rampenlicht gestanden. Das hast du gut gemacht. Alle sind total froh. Wann hast du das letzte Mal Leute so feiern sehen? Und nun müssen wir uns nur noch um einen Krieg sorgen. Ich habe mit Nakano darüber gesprochen, wie sehr sich die Cantaraner dem Kampf verpflichtet fühlen. Sie werden auf jeden Fall dabei helfen, das Sprungtor von De Vries aus zu sichern. In Albion werden sie sich aber zurückhalten und uns den Kampf überlassen. Sie sehen also nicht wie die terranischen Invasoren aus? Genau. Wir gehen es langsam an in Albion. Aber hier holen wir die schweren Geschütze so schnell wie möglich raus. Wir bringen die Wirtschaft hier bis zur Überproduktion. Menschen wie du werden für uns den Krieg gewinnen. Leute wie ich? Was genau soll ich deiner Meinung nach tun? Es ist alles Teil des streng geheimen Herz von Albion-Plans. Es tut mir leid, aber du hast die Aufnahmeprüfung noch nicht bestanden. Schön, das heißt, dass du mich auch nicht herumkommandieren kannst. Ja, hör einfach zu. Wir müssen Plutarch mit allem, was wir haben, überwältigen, bevor sie zu viele Drohnen haben, um damit klarzukommen. Wir haben bereits eine beträchtliche Anzahl an vollbemannten Schiffen, die nur repariert werden müssen. Was wir jetzt noch brauchen, sind Drohnen. Ganz viele Drohnen. Einfach zu bauen und ganz nützlich im Kampf, aber wir werden eine Menge davon verlieren. Es mag nicht die beste Investition sein, aber es wird sich lohnen. Und je mehr wir bauen, desto weniger werden wir verlieren. Keine Sorge. Ich stehe in der Sache hinter dir. Gut, danke. Lass uns loslegen. Ja, Drohnen bauen. Thank you.
gar nicht mehr, was das jetzt hier war, was ich hier baue. Ist das nicht so eine Drohnenproduktionsstätte gewesen? Das dauert ja wohl noch ein bisschen. Jetzt hier mit dem Schiff, baut es gar nicht mehr weiter oder fehlt da jetzt was oder was ist da los? Dies ist die Albion Skunk. Erbitten Erlaubnis zum Andocken. Wie darf ich Ihnen helfen? Null. Gesamtmenge. Also ist eigentlich alles da, um die komplette Station fertig zu machen. Ja. Sag ich ja. Boah, Vormontage. Integrative UAV-Montage. Dann soll das Ding mal langsam in die Pötte kommen, dass ich halt die Drohne hier mal langsam in Angriff nehmen kann. Auf Wiedersehen. Es war schön, Ihre Bekanntschaft zu machen. Was sagt denn jetzt hier mein Missionsmanager? Allianz. Aha. Durchschnittlich. Anweise. Stärke die Verteidigung in die Fries durch die neue aus der Taufe gehobene Allianz zwischen Herz von Albion und Kentera. Schiff hier noch in der Flotte. Nein. Das Konstruktionsschiff, bla bla bla. Gut. Erstmal muss ich mein Schiff reparieren. Alles kaputt. Ja, ich schätze mal, es wird in den nächsten Minuten hier nichts Spektakuläres passieren, da die Station ja hier eh noch fertig gebaut werden muss. Und so wie das aussieht, kann das noch ein Weilchen dauern. Ich will jetzt erstmal einfach nur mein Schiff reparieren und das Ganze hier mal ein bisschen beobachten, den Stationsbau.
Und sobald dann irgendwie wieder ein bisschen was passiert, geht's weiter.